Willkommen auf dem Kanal von Man übernimmt die G. Heute geht es wieder um was wir schon länger nicht mehr gehabt haben. Guilds of Ravnica. Powered by Card Planet Austria. Alles weiter nach dem Intro. Bis gleich. Und die starten los. Und gleich beide aufmachen. Mal schauen, ob ein paar Schockländer rausziehen. Ah, die schönen goldenen Bags. Die schauen aus wie bei Modern Horizon. Und das ist ein bisschen glänziger. Machen wir beide auf. Was man gehört, Assassin's Trophy ist auch wieder was wert. Die können wir auch wieder ein paar brauchen. Ich kann mich erinnern, ich habe eine Assassin's Trophy gehabt. Die war in Foil. Das war auch cool. Die war damals 50 Euro fast wert. So. Sortierung beibehalten. Ja, Risk Factor. Expansion Explosion. Beast Whisperer. Der gute alte Thief of Sanity. Den habe ich jetzt seit dem Oko so vermehrt gibt, schon länger nicht mehr gesehen. Fireman's Research. Erste Mythic, Aurelia. Guildmage Forum. Der gute Crackling Drake und Mausoleum Secrets. Risk Factor. Vivid Revival. Citywide Bust. Bis jetzt nur quasi Müll. Schauen wir weiter. Noch kein Schockland, noch überhaupt kein Value. Kendall Marie. Malerie, besser gesagt. So. Unmoored Ego. Erratic Cyclops. Und ein Foil Rare. Die Etrata. Ground Secrets. Nochmal Expansion Explosion. Midnight Reaper. Und eine Foil. Dimir Locket. Blood
Blood Operative. Oh, der erste bemütigte Gute, Arclight Phoenix. Harald Philipp mit im Hintergrund. Arclight Phoenix, yeah! Und der nächste Gute, heute jetzt, man nennt vom Value, aber gute Karte, nicht misset. Hatchery Spider. Erste Schockland, Sacred Foundry. Und noch eine Foil Sonic Assault. Legion Warboss. Quasi Duplicate. Und ein Foil Luminous Bonds. Komöbia. Beast Whisper. Charmy Troll. Nächste Mythic, March of the Multitudes. Und eine Foil, die schaut echt cool aus. Closeball Shaman. Der war am Anfang von dem Set, wie das rausgekommen ist, wurde sehr viel gespielt, aber jetzt mittlerweile sieht man es überhaupt nicht mehr. Conniff Concoct. Und Creeping Chill. Nächste Mythic, der Doom Whisperer. Mission Briefing. Light of Legion und eine Foil Find Finality. Foil Rare. Amara, Soul of the Accord und ein Raska Emblem. Carnal Troll. Azure Assemble. Oh, da kommt die Overgrown Tomb. Zwei Schocks. Deepening Clarion. Kamadari. Nochmal Sacred Foundry. Mausoleum Secrets. Memnonic Betrayal und ein Foil Wild Sierra irgendwas. Sierra Tok. Ritual of Suit.
Der Tajik. Steamkin. Ground Secrets. Ein drittes Foil Rare. Chromatic Lantern. Und da haben wir eine Ankammer mitgedrückt. So. Drei Foil Rare. Sehr interessant. Ist nicht üblich bei den Displays. Dawn of Hope. Foil Celestine. Geht. Tony. Watery Grave, sehr gut. Und ein Foil Gateway Plaza. Sehr gutes Artwork. Tani. Das Steamkin. Chamber Sentry und ein Foil Affectionate Indrik. Non-Foil Chromatic Lantern. Midnight Reaper. Devious Cover-Up. Non-Foil. Swiftblade Vindicator. Keine Rusker und kein Assassin's Trophy bis jetzt. Und noch ein Schock, Temple Garden. Tausend-Tier Storm. Thief of Sanity. Und ein Foil Modahulk. Light of the Legion. Response to Sessions. Finality. Die Mara. Jetzt haben wir schon fast alle doppelt von die Balkria. Aber noch gute Ausbeute. Ja, Hatchery Spider, sehr gut. Jetzt kann man die Balkria Duplication ja sehr gut hin. Ich glaube, der wird sich sehr freuen drüber. Divine Visitation. Aber sehr viel Schockländer und Mythics. Und drei Foil Rare. Bounty Agent. Gruesome Menagerie. Und die letzten paar Booster. Da ist sie, die Raska. Sehr schön. Und Never Happened as Foil. Ein
Venerated Loxodon. Bounty of Might. Perfekter Bulk zum Ende. Blood Operative, haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. Da ist noch eine Assassin's Trophy zum Schluss, sehr gut. Dann noch ein Omnispell Adept. Und letztes Booster. Mission Briefing. Das war's. Schauen wir über die Ausbeute kurz drüber. Ein paar gute Karten dabei. Assassin's Trophy ist dabei. Resker haben wir gehabt. Divine Visitation ist immer noch eine gute Karte. Dann die Versandy mehrmals. Temple Garden. Chromatical Lantern ist immer gut. Steamkin haben wir ein paar gehabt. Watery Grave. Nicht übel. Sacred Fountain nochmal, Obergrundtomb. Ah, Doom Whisper ist auch ein paar Euro, ist auch nicht so schlecht. March of the Multitudes, was aus dem Modern ist, ist nicht so viel, glaube ich. Noch ein Sacred Foundry. Arcade Phoenix, immer gut. Und dann noch zum Ende hin einmal nix. Und da haben wir im Foil-Bereich witzigerweise drei Foil Rare, Chromatic Lantern, dann Find Finality und zum Schluss noch die Etrata. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.